Herzlich willkommen zu eLecture zum Nachsehen, einem kurzen Online-Vortrag zum Mitnehmen und Konsumieren, wann Sie wollen und wo Sie wollen. In den kommenden Minuten beschäftigen wir uns mit dem Microblogging-Dienst Twitter. Wir schauen uns zunächst an, was ist Twitter? Was bedeutet Twitter? Wie kann ich das eigentlich nutzen? Und wie kann ich Twitter für Schule und Unterricht optimal einsetzen? Was ist jetzt eigentlich Twitter? Twitter ist ein Microblogging-Dienst. Zu finden einfach unter www.twitter.com. Um Twitter aktiv nutzen zu können, muss ich mich einmalig dort registrieren. Dann muss ich mich nur mehr dazu anmelden. Twitter kommt vom Englischen to tweet, das bedeutet zwitschern. Und wenn viele Vögel zwitschern, ist es sehr, sehr laut und auf Twitter ist es auch manchmal visuell sehr, sehr laut, wenn man so möchte. Was ist Twitter? Twitter ist eben ein Blog im Kleinformat. Also Mikro steht eben für klein und Blog ist ein Akronym aus den beiden Wörtern Web und Log. Log ist ein Tagebuch, somit ein Web-Tagebuch, also ein öffentlich einsehbares Tagebuch, wenn man so möchte. Die meisten von Ihnen kennen vermutlich einen Blog. Ein Blog ist einfach eine Webseite oder ein Teil einer Webseite, wo einfach Artikel zu einem oder mehreren Themen ständig geschrieben und gepostet werden. Der neueste Artikel, der neueste Beitrag, wenn man so möchte, ist immer ganz oben, also asynchron. Twitter ist ein Microblog, das bedeutet ein Blog im Kleinformat. Man hat maximal 140 Zeichen pro Eintrag und der neueste Eintrag steht immer ganz oben. Auf Wikipedia findet man Folgendes dazu. Auf Twitter können angemeldete Nutzer telegrammartige Kurznachrichten verbreiten. Die Nachrichten werden Tweets, wie gesagt, zwitschern, genannt. Auch Wikipedia fasst das gleichermaßen zusammen. Als angemeldeter User oder Userin kann ich diese kurzen Nachrichten einfach senden. Die neueste Nachricht, die ich sende, ist oben. Menschen nutzen Twitter, um zu erfahren, was gerade auf der Welt passiert, um in Echtzeit Informationen zu teilen und sich mit anderen Menschen und Unternehmen rund um den Globus zu verbinden. Genau um das geht's. Twitter ist eben ein Microblogging-Dienst. Man erfährt in aller Kürze, was gerade passiert und das in Echtzeit. Sofort kann der mit der kompletten Welt geteilt werden. Ich definiere Twitter auch immer gern so. Ich sehe Twitter innerhalb der Online-Kommunikation, innerhalb der E-Communication als das Gegenteil von E-Mail. Twitter ist nämlich öffentlich und auf den Punkt gebracht. Man hat nur 140 Zeichen pro Meldung Platz. E-Mails hingegen sind privat, also ich suche mir aus, an wen sende ich meine Mails und die können so ausführlich sein, wie ich möchte. Wenn man das jetzt zusammenfasst, könnte man sagen, Twitter ist ein Dienst, der es ermöglicht, eine SMS an die Welt zu schreiben. Ich sende einen Tweet ab und der erscheint auf meiner Profilseite ganz oben als SMS an die Welt und jeder, der möchte, kann das sehen. Schauen wir uns das nochmal grundsätzlich und ein bisschen zusammenfassender an. Bei Twitter gibt es keine doppelseitige Verbindung. Jeder, der ein soziales Netzwerk nutzt, und die meisten werden vermutlich Facebook nutzen, weiß, man braucht oft eine doppelseitige Verbindung. Ich stelle eine Freundschaftsanfrage und wenn der oder diejenige möchte, bestätigt sie oder er diese. Somit sind wir Freunde und können die Nachrichten der anderen, die sie hinausschreiben, sehen. Bei Twitter ist das nicht notwendig. Ich suche einfach Accounts, die ich spannend finde und folge denen. Das heißt, ich brauche keine Freundschaftsanfrage senden, sondern ich folge einfach denen und abonniere somit die Tweets. Das heißt, die Tweets der anderen Person erscheinen in meiner Timeline. Timeline ist so etwas wie die persönliche Seite auf Facebook, wo immer die neuesten Beiträge ganz oben kommen. Ich stelle mir also so einen eigenen News-Channel, wenn man möchte, zusammen mit allen Accounts, die mich interessieren. Der neueste Beitrag ist dann immer ganz oben. Also folgen heißt einfach, ich abonniere die Tweets eines anderen Accounts. Für das Folgen ist wie gesagt keine Erlaubnis notwendig. Und es gibt so eine informelle Regel. Die Anzahl der Follower zeigt auch die Beliebtheit des Twitterers oder des Twitter-Accounts. Schauen wir uns mal jetzt Twitter im Kern an. Wenn ich mich eingeloggt habe, finde ich gleich mal als erstes das vor. Die eigene Timeline. Eine endlos
wirkende Seite und der neueste Tweet der Personen, denen ich folge oder den Accounts, denen ich folge, ist ganz oben. Das ist die eigene Timeline. Ich stelle mir zusammen, von wem möchte ich die Tweets abonnieren, also wem möchte ich folgen, und die neuesten Beiträge sind dann immer ganz oben zu finden. Das ist die eigene Timeline. Viele Twitterer benutzen nur dies. Das heißt, die posten selber keine Tweets, aber sie stellen sich einen persönlichen News-Channel zusammen und sehen in Echtzeit die Nachrichten der Channels, die sie abonniert haben. Kernpunkt Nummer 2. Die eigenen Tweets. Ja, Twitter bietet mir die Möglichkeit, Tweets an die Welt zu senden, also SMS an die Welt zu senden. 140 Zeichen. Diese erscheinen auf der eigenen Profilseite. Das heißt immer twitter.com/ und dann den Username, den man sich gewählt hat. Sie erscheinen in der Timeline jedes Followers. Sie sind prinzipiell öffentlich. Es gibt schon eine Möglichkeit, Tweets privat zu stellen, aber das macht man in der Regel nicht. Und wie gesagt, SMS an die Welt. Ich klicke nur hier auf Twittern, wenn ich angemeldet bin, und schon kann ich einen Tweet absenden. Kern Nummer 3. Es gibt doch rundherum einige Hilfen zum Verwalten. Ich kann andere Accounts suchen. Ich sehe sofort neue Themen, wenn ich einen Hashtag, dazu kommen wir noch, verwende und so weiter und so fort. Man kann auch Listen erstellen und einige Dinge mehr. Wer hat denn so die meisten Follower? Vorher habe ich gesagt, naja, umso beliebter man ist, umso mehr Follower hat man. Unter twitterholic.com werden diese ständig angegeben. Zurzeit führt das Ranking Katy Perry. Und was wird denn eigentlich so getwittert? Prinzipiell kann man alles twittern, was man möchte. Wenn man auf Twitter ein bisschen herumschaut, sieht man gleich, viele posten einen Status, also was sie gerade so machen oder tun. Im Zentrum des Ganzen steht aber in der Regel der Mehrwert. Das heißt, man möchte versuchen, über Twitter einen Mehrwert zu schaffen. Das ist auch so ein bisschen eine informelle Regel. Das bedeutet, man würde nicht posten, wow, das ist das beste Essen meines Lebens, sondern wow, das beste Essen meines Lebens, kommt doch hierher, und dann empfiehlt man das Restaurant. Das heißt, irgendwie soll ein Mehrwert dadurch entstehen. Man postet auch Links, also wenn man spannende Webseiten findet und glaubt, dass seine Follower diese Webseiten interessieren könnten, dann postet man diese und vielleicht mit einem kurzen Kommentar. Man postet auch Ideen. Gerade in der journalistischen Welt ist Twitter ganz, ganz besonders wichtig. Das heißt, Neuigkeiten werden dort top aktuell immer wieder gepostet, also News. Man postet Ansichten, also sehr persönliche Dinge, Kommentare zu Dingen, und man postet auch Fragen und nützt die sogenannte Follower Power. Das bedeutet, man hofft, dass Leute unter den Followern sind, die einem weiterhelfen können. Denn Twitter gilt, und das vor allem auch im deutschsprachigen Raum, als Expertinnen-Experten-Netzwerk. So sieht dann meine Timeline zum Beispiel aus. Ich sehe dann gleich mal, die neuesten Tweets sind oben. Ja, und wer twittert denn eigentlich? Prinzipiell kann jeder einen Account machen. Auf Twitter finden wir vor allem viele Privatpersonen. Wir finden aber auch eine irrsinnige Dichte an Journalistinnen und Journalisten und hier auch eine Dichte an Personen, die sehr interessiert sind an diesem Journalismusbereich. Wir finden Medien, die man aus dem klassischen Bereich kennt, alle Printmedien und so weiter. Unternehmen haben oft Accounts, sehr viele Geschäftsleute, also CEOs etc. sind auf Twitter. Stars haben in der Regel auch Twitter-Accounts. Es finden sich alle Parteien und sehr, sehr viele Politikerinnen und Politiker auf Twitter, und natürlich auch Bloggerinnen und Blogger verwenden Twitter, um sich auszutauschen und für ihren Blog Werbung zu machen. Wie viele sind denn jetzt eigentlich so auf Twitter aktiv? Weltweit sind es knapp 320 Millionen Accounts. Das bedeutet, wenn man Twitter vergleicht mit Facebook, sieht man schon, es ist etwas kleiner. In Österreich ist es ein noch viel, viel kleineres Netzwerk. Wir haben im Mai hatten wir knappe 130.000 Accounts, wobei nur ca. 60.000 aktiv sind. Und von den aktiven Accounts haben wir nur 2/3 in etwa, die wirklich schreibende Accounts sind. Der Rest sind lesende Accounts. Das bedeutet, sie melden sich an und verwenden Twitter, um einfach up to date zu bleiben. Mit Twitter ist etwas entstanden, das mittlerweile, oder hat sich zumindest verbreitet, was mittlerweile sehr stark in die Jugendkultur hineingewandert ist, und zwar der Hashtag.
Hash bedeutet Raute und der Tag ist ja das Schlagwort. Mit Hashtag versucht man auf Twitter die Tweets, die hier ja sehr, sehr laut herumzwitschert werden, zu vertaggen, das heißt zu verschlagworten. Und das geht ganz einfach und kann jeder mit jeder Tastatur machen. Man schreibt einen Tweet und setzt dahinter einfach ein Wort, wo man davor einen Hashtag setzt, ein Rauterzeichen. Und somit werden diese Tweets alle subsumiert. Das bedeutet, man würde alle Tweets mit dem Hashtag im Zentrum ganz einfach finden und somit hat man das wunderbar auch geclustert. Das heißt, der Hashtag ist eigentlich da, um die Tweets ein bisschen zu ordnen. Es ist hier auch dann viel einfacher, Tweets zu einem bestimmten Thema zu suchen. Nebenbei bemerkt, der Hashtag hat sich auch ein bisschen weiter entwickelt. Es ist nämlich auch mittlerweile eine ironische Form des Kommentierens. Schauen wir uns das Beispiel hier an in der Mitte. Warum alternative Bildung besser sein sollte, hat die Expertin aber nicht beantwortet. Somit Hashtag ORF, das heißt, man findet somit unter dem Schlagwort ORF, man findet es auch unter dem Schlagwort im Zentrum und dann steht noch dort Hashtag lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß schon, keiner würde jetzt unter diesem Schlagwort etwas suchen, aber es ist eine ironische Form des Kommentierens. Das ist eben so auf Twitter. Ja, bei Twitter gibt es einige kuriose Dinge, wie Menschen zusammenkommen und vor allem Menschen, die sich vorher nicht kannten. Twitterinnen und Twitterer verwenden selbst das Wording Tweeple, um sich zu beschreiben, also das sind die User von Twitter. Ein Tweet-Up ist ein ungezwungenes Treffen von Twitter-Userinnen und Usern. Das Twitter-Essen, das kommt auch von Twunch aus Belgien, ist ein gemeinsames über Twitter vereinbartes Essen, Trinken, Feiern etc. und ist eigentlich für alle Tweeple, die kommen möchten, offen. Jeder kann dorthin kommen. Dann gibt es noch so Dinge wie ein Tweet-End-Trip, ein über Twitter vereinbarter Wochenendausflug, Twisit, das heißt ein Besuch bei zum Beispiel einer bekannten Person oder Einrichtung, dieses wurde über Twitter in irgendeiner Art und Weise organisiert, und Twistanpool, Möglichkeiten und Grenzen dieser Microblogging-Plattform. Ja, die Möglichkeiten sind, ich kann mich wirklich sehr, sehr schnell und in Echtzeit informieren. Ich habe die Möglichkeit zu kommunizieren und zu networken und das Ganze hierarchiefrei. Und die Medienkompetenz kann durch Twitter irrsinnig geschärft werden. Also die E-Literacy, die Online-Kompetenz, wie gehe ich denn mit Online-Angeboten um? Die Grenzen, naja, es ist laut und unübersichtlich. Es wird ziemlich laut gezwitschert. Das heißt, man muss hier sich wirklich ganz gut organisieren. Twitter kann auch ein bisschen ein Suchpotenzial haben. Es gibt dann die Menschen, die ständig an ihren Smartphones hängen, um zu schauen, wer hat denn jetzt den eigenen Tweet geliked bzw. retweetet. Twitter kann uninteressant sein, wenn man vor allem den falschen Menschen folgt. Und manchmal, selten aber doch, kommt es zu Kapazitätsproblemen. Und was bringt mir das Ganze jetzt in der Schule und für die Schule? Twitter in der Schule selbst. Hier nur einige Ideen, die ich jetzt über einige Jahre dem Thema Twitter so entwickelt habe, gesehen habe, gefunden habe, Praxisbeispiele, die mir Kolleginnen und Kollegen bei Online-Kursen mitgeteilt haben. Twitter ist wunderbar anscheinend für den Literatur- und oder Geschichteunterricht geeignet. Es gibt Projekte, die kann man hier toll machen. Es gibt zum Beispiel einen Kanal über den Zweiten Weltkrieg, der versucht ein Jahr lang den Zweiten Weltkrieg mit Tweets nachzustellen. Also man ist dann live dabei, als wäre man drinnen und versteht somit eventuell die eine oder andere Situation in dieser Zeit besser. Im Literaturunterricht bietet Twitter manchmal auch die Möglichkeit, zumindest gibt es so ein Projekt, die haben dann ganz einfach unterschiedliche Rollen eingenommen als Account und dann miteinander zu etwas geschrieben. Twitter bietet auch die Möglichkeit, Content kritisch zu bewerten. Man kann dann schauen, wie ist denn der eine oder andere Tweet eingefärbt, woher kommt er, warum könnte das sein. Also es geht hier um die Entwicklung von kritischen Fertigkeiten und Fähigkeiten. Twitter bietet die Möglichkeit, ein Netiquette-Training zu machen. Das bedeutet, das Niveau auf Twitter ist in der Regel sehr, sehr hoch. Damit meine ich jetzt wirklich nicht nur das sprachliche Niveau, sondern auch der Umgangston ist in der Regel sehr, sehr gut. Das heißt, man könnte hier zeigen, auch so kann man kommunizieren online.
Eine Möglichkeit, das einzusetzen, ist auch ein gemeinsamer Tagestweet, zum Beispiel als Volksschulklasse, wenn man einen gemeinsamen Tages- oder Wochentweet hinaussendet und somit irgendwie Teil der umliegenden Geschäfte, der umliegenden Behörden und so weiter wird. Also Twitter vielleicht so als Verbindung von Klassenzimmer mit Umwelt könnte man nutzen. Vielleicht auch einen gemeinsamen Abendtweet, gerade wenn man Fächer unterrichtet, die topaktuellen Inhalt hereinholt, könnte man sich hier einen Hashtag vereinbaren und über Twitter auch außerhalb des Unterrichts hier weiter philosophieren und öffentlich philosophieren. Twitter vielleicht als schwarzes Brett nutzen, als Forum für Hausaufgaben, als öffentliches Forum für Hausaufgaben, ist immer wieder auch bei Großveranstaltungen von Universitäten und anderen Hochschulen zu finden. Twitter als Brainstorming-Tool, als öffentliches Brainstorming-Tool mit einem gemeinsamen Hashtag, Twitter für Mitschriften, Twitter für den Tandemunterricht, eine Person bringt Input, die Schülerinnen und Schüler können nachfragen, haben hier einen zweiten Kommunikationskanal, können hier schreiben. Twitter mit für Exkursionen und in Exkursionen, das heißt, man kann gemeinsam hier dann auch etwas entstehen lassen und andere beteiligen bei einer Exkursion. Und Twitter, und Sie sehen das auch schon fett, das ist mein Lieblingswerkzeug, meine Lieblingsidee, Twitter als grenzenloses Expertinnenzimmer. Denn bei Twitter sind ganz, ganz viele Expertinnen und Experten online und man kann ganz, ganz einfach diese ins Klassenzimmer holen und oder diese auch verwenden, um etwas rückzufragen, um seine Praxisentwicklung anzukurbeln und sich mit anderen Pädagoginnen und Pädagogen zu vernetzen. Hier möchte ich nur ganz kurz erwähnen den @chat.de. Das ist ein Format, wo sich Pädagoginnen und Pädagogen und Personen, die interessiert daran sind, einmal wöchentlich hierarchiefrei treffen und zu einem bestimmten Thema mit einer bestimmten Struktur diskutieren. Das schafft Verbindung, Austausch und unterstützt anscheinend alle bei der Praxisentwicklung. Welche Vorteile sehe ich so? Man hat schon durchgehört. Es ist auf der einen Seite, kann man die E-Literacy, die Online-Kompetenz trainieren. Man kann Schülerinnen und Schülern auch zeigen, wo ist der Unterschied zwischen öffentlich und privat. Vielleicht gibt es auch Dinge, die sind öffentlich besser zu diskutieren als privat. Herausforderungen von Social Media werden erkannt. Das ewige Gedächtnis, das heißt, man sieht dann schon, alles, was ich dort schreibe, ist immer wieder auffindbar. Ist gerade für den Bewerbungsprozess manchmal auch wichtig. Ein Netiquette-Training, wie verhalte ich mich im Online-Raum? Schülerinnen und Schüler lernen auch andere soziale Netzwerke. Ich habe auch hingeschrieben, sinnvolle, damit man nicht eventuell sinnvollere Netzwerke kennen. Es kann ein Tool für mehr Motivation im Unterricht sein. Austausch und Auseinandersetzung kann online und passieren, das passiert vielleicht dann auch intensiver und vielleicht auch am Nachmittag. Verbindet die Lebenswelt eben der Schülerinnen und Schüler mit der Schule. Das bedeutet, ich gehe davon aus, dass die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler digital durchdrungen ist. Vielleicht schaffen wir hier eine einfachere Verbindung. Die Devices, die in vielen Schul- und Hosentaschen stecken, können somit auch genutzt werden für die unterschiedlichsten Fächer. Und Twitter schafft es, die Aktualität in den Unterricht zu holen. Das bedeutet, man kann wirklich mit Echtzeitnachrichten im Unterricht arbeiten und auch Expertinnen und Experten in den Unterricht hineinholen. Ja, als Lehrperson, als Lehrkraft sehe ich Twitter immer auch als Teil des Personal Learning Network, also des PLNs. Und man kann sich hier einfach ein informelles Lernnetzwerk aufbauen zum Austauschen und auch für seine eigene Praxisentwicklung. Ja, so bleibt mir nur mehr zu sagen, viel Spaß beim Twittern. Vielleicht hat es Ihnen gefallen, dann folgen Sie doch der virtuellen PH. Auch die postet laufend Neuigkeiten über ihr Angebot, aber auch sonstige spannende Tätigkeiten, die bei der Praxisentwicklung unterstützen. Und natürlich freue mich auch ich über jeden Follower, über jede Followerin. Viel Vergnügen!